Autosave, Quicksave, Spiel fortsetzen. Okay. Das muss ich dann laden. Ich hätte einen Quicksave machen sollen. Ich gebe es zu. Aber hey, so kann ich noch einmal versuchen, Gerling zu bestehen. Ich habe es total verdrängt, den Quicksave zu machen. Ich gebe es echt zu. Alles klar. Von höchster Stelle. Oh, und es hat geklappt. Amulett der Rondra gibt Etikette, aber das Schlössermesser, das ist das Besondere. Weil das gibt Talent Schlösser knacken plus 2. Und mehr will ich eigentlich auch gar nicht. Also, Gladys freut sich darüber. Weil damit werden Haarnadeln irrelevant. Da sind nämlich nur noch die Dietriche wichtig. So, das können wir alles überspringen. Ja, ich glaube, ich tue die hilfreiche Tatze wirklich auf Mag so hoch pushen, wie es geht. Und beschwöre nochmal ein Wildschwein. Und da müssen wir erstmal wirklich gucken, dass wir die beiden. Gute Entscheidung. Ganz ehrlich, du lernst den offensiven Kampfstil. Der hilft dir, glaube ich, besser. Kannst du nämlich auch niederwerfen lernen. So. Also, da ein Punkt, da ein Punkt, da zwei Punkte. Säbel und Bogen jeweils auf Maximum. Zwei Punkte Selbstbeherrschung, das jeweils auf 14. Könnte gleich noch einen Punkt Körperkraft nehmen. Wo habe ich denn sonst jetzt Punkte investiert gehabt? Ein Punkt hier rein auf jeden Fall. Noch ein Punkt in Körperkraft. Oh, achso, ich weiß worin. Ich habe ganz vergessen, hier unten noch Schildkampf und Rüstungsgewöhnung für sie zu lernen. So, Selbstbeherrschung. Gut. Und Wendala. Gut. Alle mal hergehört. Waffen zücken. Folgt mir. Yandra. Da ist unser Wildschwein. Da ist unser Quicksave. Da gehen wir hinein.
Da gehe ich jetzt am besten mal alleine vor. So, das können wir alles überspringen. So. Warum halt... Achso, weil sie betäubt ist. Okay. Gute Entscheidung. Meine Rache. Nee, halt. Wirf du mal Aedan um. Okay. Amazone voraus. Zum Angriff. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay, das hat ordentlich wehgetan. Amazone voraus. Alle mal hergehört. Für die Königin. Du versuchst nochmal Aedan niederzuwerfen. Ein Einbeertrank. So, jetzt muss die Anführerin erstmal fallen, weil ich glaube, die... Ne, die sind beide gleich stark. Amazone voraus. Königin, für Honka. Gute Entscheidung. So, jetzt ist es 2 gegen 1. Aber ja, trotzdem, Aedan mit ihrer Rüstung ist etwas stärker. Hat aber so ein paar Probleme gegen Breno hier, wenn er in Defensivmodus ist. Außer mit solchen Angriffen. Weil halt nur der erste pariert werden kann. Ich mache das für die Königin. Für Rondra. Sie hat aber auf jeden Fall schon mal 2 Wunden. Letzter Eibersaft für Rondra. Meine Rache. Ja. 4. Wunde schon. An der Göttin. Aedan war wirklich die Letzte, der ich dies zugetraut hätte. Denkt immer an diesen Verrat unter Schwestern und hinterfragt alles, wenn ihr nicht die gleiche Enttäuschung ertragen wollt. So, Magdalenata. Besiege die Magdalenata. Es war eine Falle. Aedan hat sich von Rondras Weg abgewandt und wurde von der dunklen Lehre Xerans verdorben. Und nun sind sie alle tot und Boron wird sich um ihre gerechte Strafe kümmern. Finde die Rüstung Kurkums. Die Magdalenata sind besiegt und die Ehre, die Rüstung von Kurkum zu tragen, ist Rolana nun gewährt. Ja, trägt sie nicht eigentlich die Rüstung? Nein, sie trägt einen Amazonensäbel. Ein Dreizack. Oh, Magdalenata und ein Stachelschild. Und ein Rondra-Kamm. Und das ist die Rüstung Kurkums, inklusive Amazonschild. So. Die Magdalenata. Die letzte Prüfung Rondras hat Rolana bestanden, auch wenn es keine leichte war. Sie ist nun Trägerin der Rüstung von Kurkum und eine vollwertige Amazonenkriegerin. Rolana hat die glanzvolle Rüstung erhalten, ein wirkliches Schmuckstück, das nur durch das glückliche Glänzen ihrer Augen übertroffen wird. Ich würde sagen, meine Aufgabe hier ist erledigt. Mhm. Also ja, das hier kann nur von weiblich getragen werden und
Das hier kann, glaube ich, auch nur von weiblich getragen werden. Und ist eine sehr schöne Rüstung. Inklusive Amazon-Schild und Amazon-Säbel. Und wir haben einen Dreizack für Quendala. Den Rondra-Kram können wir auch mal aufheben. Ich mach das schon. So. Wir bräuchten auf jeden Fall frischen Einbeersaft für Rolana. So, okay. Oh, hier ist noch ein Holzfass. Mit zwei hellen Pferdockern. Also ja, die Rüstung hier, die können wir mal aufheben. Die beiden Sachen auch. Der Rest... Oh, das Stachelschild, das heben wir auch noch auf. Komm, den Säbel heben wir auch noch auf. Das verkaufen wir. Den Ronkwa-Steckbrief, den können wir dann auch abgeben. Ablegen. So, auf jeden Fall erstmal raus hier. Und ja, jetzt stehen wir... Ach so, die Taverne ist hier. Das heißt, wir können unsere Sachen... Ich nehme die Sache in die Hand. ...ablegen, aber nee. Gut. Ja. Das war eine der eher schwierigen Questen, wie man gesehen hat. Also wir haben es beim ersten Mal nicht gleich geschafft. Wohl auch, weil ich so ein paar Fehler gemacht habe, wie mich zuerst auf Aedan zu stürzen, anstatt alle anderen umzuhauen. Weil Aedan ist da wirklich die schwierigste gewesen mit der Kokum-Rüstung auch. Was will ich im Hafen, frage ich mich gerade. Ernsthaft, was will ich im Hafen? Na gut, gehen wir einmal außen rum und zum Praios-Platz, bevor wir wieder durch die Grafenstadt latschen. Wobei, wenn wir schon hier sind, können wir ja mit Redegoland Störebrand reden, was er für uns für eine neue Aufgabe hat. Oh, und er hat hier Fässer. Gulmont-Tee. Helles Pferdocker und Gulmont-Tee. Noch mehr Holzfässer. Sind wir wieder recht voll hier. Gut, was willst du? Genau auf euch warte ich schon. Als erstes danke ich euch im Namen des Handelshaus Störrebrands für eure bisherige Leistung. Ihr seid jetzt offiziell ein Mitglied des Hauses. Leider habe ich auch gleich etwas für euch zu tun. Feiern müssen wir später. Als frisch gebackenes Mitglied des Hauses Störrebrand ist es mir eine Ehre zu helfen. Was genau kann ich für euch tun?
Ich habe gerade beunruhigende Kunde erhalten. Aus dem ganzen Bezirk erhalte ich Meldungen, dass sich die Übergriffe der Schwarzaugen auf unsere Mitarbeiter häufen. Es mutet fast so an, als strebe das Haus Nicepick eine Art offenen Krieg mit uns an. Wir müssen schleunigst handeln. Was schlagt ihr vor, Regulan?